Guten Tag. Tag, guten Tag, Herr Lörius. Ja? Knusprig, knusprig. Ja. Guten Tag. Tag, hallo. Ja, mit wem Grüß spreche ich dich. da bitte? Ich melde mich von der Handelsplattform Proloxy. Ich bin Matthias Hoffmann, wo Sie gerade jetzt angemeldet sind. Ja, bitte. Hallo. Ja. Und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Tja, jede Menge Blödsinn am Telefon. Vorsicht vor jede Menge Betrug. Heute haben wir euch drei Telefonate mitgebracht mit drei Kakerlaken, die euch wieder das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen drei Telefonaten. Guten Guten Tag. Tag, Herr Lörius. Ja? Knusprig, knusprig. Ja. Ich heiße Rudi Lang. Wir haben gestern mit Ihnen gesprochen. So. Was machen Sie jetzt? Wäsche zusammenlegen. Können Sie wiederholen? Wäsche zusammenlegen. Ja. Wie geht es Ihnen? Herr Lorius, wie geht es Ihnen? Nee, nicht Herr. Knusprig, knusprig, ja? Ja, und wie geht es Ihnen? Ganz schlecht. Ganz schlecht, ja, das ist sehr gut. Und was wollen Sie jetzt heute machen? Nix. Nichts. Was können Sie mir erzählen? Na, ich leg doch gerade Wäsche zusammen. Ich bin doch schon beschäftigt. Nicht beschäftigen Sie? Nee. Ja, sehr gut. Oh. Was ist denn die Quadratwurzel aus Salami? Salami? Quadratwurzel. Quadratpolt? Ja, ich mag Salami, ja. Was haben Sie heute gegessen am Morgen? Eine Banane. Wiederholen? Eine Banane. Banane. Mögen Sie Banane, ja? Ja, ich mag eine Banane. Und wie viel Banane essen Sie pro Tag? Na, eine reicht doch. 31? Nee, eine. Einen, nur eine? Ja, reicht doch. Mehr Vitamine kann der Körper eh nicht aus der Banane aufnehmen. Ich mag Bananen auch. Ja, toll. Was mögen Sie noch? Mögen Sie Äpfel? Naja, so eher Apfelmus. Und Apelsinen? Nee, Orangen? die nicht. Nein? Nee. Ja. Da muss man zu viel rumpulen, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Jo. Und was können Sie noch erzählen? Weiß ich nicht, was wollen wir denn noch erzählen? Möchten Sie handeln? Nee. Und warum? Na, weil ihr Betrüger seid. Sie können dann viele Bananen kaufen. Nee. Von eurem Geld kann man keine Bananen kaufen, weil ihr überweist ja nichts mehr zurück. Das ist ja das Konto leer danach. Ja. Und was möchten Sie kaufen? Ja, nix. Nichts? Richtig. Möchten Sie Auto kaufen oder nein? Hab ich. Sie haben? Und Ja. welche Marke? Neuen Skoda, den E5. Welche? Den E5. Ah, und möchten Sie ein neues Haus kaufen oder nein? Nö, ich habe eine 100 Quadratmeter Wohnung, reicht. Oder sogar 110. Haben Sie Frau? Nö. Nein? Ja, schlecht, schlecht. Warum? Ich weiß nicht. Ich denke, dass Frau haben, das ist sehr gut. Nö, warum? Weil ich denke, Aha. Sie denken, dass das ist schlecht oder was? Nö, das auch nicht, aber brauche ich nicht. Frau nicht. Ja. Gut. Was möchten Sie? Möchten Sie Yacht kaufen? Nö. Nein. Und ans Meer fahren?
Nee, warum? No, ich weiß nicht. Sie können handeln und dann irgendwas kaufen. Möchten Sie das nicht? Na, bei euch kriegt man ja kein Geld raus, wenn man bei euch handelt. Da kriegt man ja gar nichts. Ihr haut ja mit dem Geld ab. Sie möchten kein Geld haben, ja? Na, bei euch kommt ja nichts raus. Ihr seid ja nur Betrug. Und was besteht dieses Wort? Ja. Dann schönen Tag. Ja, den wünsche ich mir auch. Ja, tschüss. Also nett war ja der Betrüger hier am Telefon. Aber dass das hier kein seriöses Bankgespräch ist, ich glaube, das brauche ich euch nicht weiter ausführen, ist völlig utopisch. Also, ich meine, da hatte ich am Anfang an schon mitbekommen, dass das Gespräch definitiv kein Verkauf mehr wird. Was hier verwunderlich ist, der ist auf jeden Fall nett geblieben. Passiert ja nicht so oft, dass die Leute oder die Betrüger nett am Telefon bleiben. Der hier hat die Fassung auf jeden Fall behalten und auch relativ schnell geschnallt, dass das hier nichts mehr wird. Das ist auch ziemlich selten. Normalerweise kann man denen ja irgendeinen Blödsinn erzählen und das Gespräch geht einfach stundenlang weiter. Tja, schon Wahnsinn. Und naja, er hat es hier auf jeden Fall noch weiter probiert. Eine Weile zumindest. Und genau das macht sowas auch erst recht gefährlich. Denn wer hier am Telefon bleibt, könnte dazu geneigt sein, vielleicht doch nochmal Geld zu investieren. Vielleicht hat er auch einfach nur damit gehofft, dass der Kunde nicht ganz so schlau ist und, naja, vielleicht schafft er es dann halt einfach mit der Blödheit des Kunden, um ihn dann noch irgendwie zu überzeugen. Man weiß es nicht. Machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefonat. Guten Tag. Ja, hallo. Ja, mit wem spreche ich da bitte? Ich melde mich von der Handelsplattform Proloxy. Ich bin Matthias Hoffmann, wo Sie gerade jetzt angemeldet sind. Wo Sie gerade online sind. Ich würde jetzt Ihnen dabei helfen, okay? Wobei denn? Sie sind ja bei unserer Handelsplattform angemeldet, damit Sie alles richtig verstehen und auf jeden Fall damit Sie alles vollständig aktivieren. Kann ich Ihnen helfen? Ja, und da gehe ich mal nochmal ein kleines bisschen näher drauf ein. Tja, man meldet sich bei einer Werbewebseite an. Also Bitcoin Prime, Bitcoin Code, Höhle der Löwen, irgendwas, wo einem versprochen wird, dass man mega reich werden wird und dass man, ja, definitiv viel, viel Geld verdienen wird. Das Schlimme an der Geschichte ist, dass man hier nichts verdienen wird. Das Einzige, was passiert, ist, dass der hier sich meldet und euch dann dazu anleitet, Geld zu überweisen. Und dass man da am Ende nichts rausholt, das erzählen die einem nicht. Selbst wenn man hier in den echten Markt investieren würde, würde man, naja, nur auf den kopierten echten Markt investieren, was sie hier auch nicht erzählen. Und das ist das Gruselige an der ganzen Geschichte, dass die einfach skrupellos die Leute anrufen und dazu bringen, dass man da Geld einzahlt. Das soll wahrscheinlich auch der Trick sein. Man meldet sich auf der Webseite an und direkt klingelt das Telefon, in den meisten Fällen. Eure Daten werden natürlich später nochmal weiterverkauft, dass später nochmal jemand anrufen kann. Aber grundsätzlich, wenn ihr euch eintragt, klingelt sofort das Telefon. Und dann ist so jemand dran und leitet euch direkt dazu an, Geld zu überweisen. Schon gruselig. Wobei denn? Habe ich doch gesagt, oder? Habe ich nicht verstanden. Haben Sie nicht verstanden? Okay. Sind Sie gerade bei unserer Handelsplattform, beim Proloxy? Aufgemacht. Haben Sie schon mal gehandelt? Nee. Nee, genau deswegen, damit Sie alles richtig verstehen, bin ich dafür zuständig. Ach so. Dass ich Ihre... Okay. So, was sehen Sie genau in Ihrem Bildschirm? In meinem Bildschirm? Also bis auf Ihre Webseite nix. Was soll ich da sehen? Okay. Okay, dann schauen Sie... Auf jeden Fall am Finanzmarkthandel zu anfangen, brauchen Sie Startkapital. Bei uns Startkapital fängt von 250 Euro an. Das ist Minimale, was Sie am Anfang brauchen. Und auch einmalige Einzahlung. In Zukunft dann, das geht nach Ihrer Wünsche. Das heißt, Sie entscheiden, mit welcher Summe wollen Sie weitermachen, wie viel wollen Sie auszahlen, einzahlen oder reinvestieren. So, bei uns, Sie handeln mit automatisierter Software. Das heißt, Sie handeln mit einem Programm. Ja. Das Programm ist verfügbar für drei verschiedene Geräte. Sie können es entweder im Handy, Computer oder Tablet installieren.
alles gleichzeitig? Ja, also geht gleichzeitig auch im Handy und im Computer. Mhm. Auf jeden Fall. Sobald Sie Programm richtig einstellen, dann Programm läuft automatisch. Dafür aber brauchen Sie kurze Hilfe von unserem Fachexperten. Natürlich, diese Person meldet dann bei Ihnen und zeigt Ihnen ganz genau, wie sollen Sie das installieren. Ja. Na gut. So, die Ein- und Auszahlungen geht sofort mit Kreditkarte, mit Visa, Master, American Express. Geht das auch mit PayPal, mit Online-Überweisung? Was wissen Sie nicht? Na, Sie haben ja gefragt. Weiß ich nicht. Ich habe gar nicht gefragt. Doch, Sie haben gefragt, geht das mit? Das ist dann eine Frage, wenn man das so formuliert. Alles klar, das geht mit PayPal, mit also Kreditkarte, mit Master, Visa, American Express und das geht auch mit Online-Banking. Also wollen Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Wollen Sie investieren? Natürlich. Na gut, dann welche Zahlungsmethode besitzen Sie? Ich habe eine Kreditkarte. Na gut, dann drücken Sie bitte Einzahlen. Mhm. Und dann? Dann drücken Sie Submit oder Senden, Absenden. Das steht da nicht. Mhm. Haben Sie jetzt ein Bildschirm bekommen, wo Sie Ihre Kreditkartendaten ausfüllen sollen? Nee. Nee, okay. Sogar was haben Sie bekommen? Wie meinen Sie das? Bekommen habe ich nichts. Mhm. Haben Sie gedrückt, die Einzahlen? Ja. Okay. Dann sehen Sie irgendwo Submit oder Absenden. Solche Möglichkeit haben Sie? Ja. Dann drücken Sie drauf, bitte. Ja. Okay, was sehen Sie jetzt in Ihrem Bildschirm? Eine weiße Seite. Da steht... Sonst nichts? Nee, da steht Error 503. Server Timeout. Na gut, dann mach mal so. Ich sende Ihnen dann einen Link. Was für ein Ding? Eine optionale Zahlungslink, wo Sie die einmalige Zahlung tätigen können. Und so ist es bei Ihnen auf der Webseite kaputt? Nein, ist es nicht kaputt. Ich weiß es nicht, warum so bei Ihnen zeigt. Dann aktualisieren Sie bitte nochmal die Seite und versuchen Sie noch einmal. Ja. Betrügen Sie eigentlich so am Tag viele Menschen? Was meinen Sie? Nur wie viele Leute bescheißen Sie denn so? Ich bescheiße niemand. Nee, gar nicht. Aber machen Sie doch gerade. Na gut, dann warum melden Sie sich bei uns, wenn Sie so denken, dass Sie so viele Kinder haben? Na, damit ich eure Zeit ein kleines bisschen verplempern kann. Und in der Zeit, wo jemand mit mir spricht, kann einer weniger beschissen werden. Und das hat dann dazu gereicht, dass der nette Mitarbeiter einfach direkt auflegt und nicht mehr mit uns sprechen möchte. Naja, gut, ist ja auch verständlich. Wir haben ihn entlarvt oder enttarnt und naja, dann hat er halt eben keine Lust mehr, weil er ganz genau weiß, dass er hier bei uns keine Moneten mehr einsammeln wird. Aber es ist schon gruselig. Ich meine, der war ja jetzt ja auch relativ, ja, in Anführungsstrichen nett. Zumindest hat er sich nicht so ausgedrückt, wie der ein oder andere Betrüger hier. Kommt tatsächlich auch ab und zu mal vor, dass wir hier auch mal einen netten Betrüger dran haben. Aber unterm Strich bleibt es ja trotzdem Betrug. Ihr werdet angerufen, um dann angeleitet zu werden, wie man sein Geld loswerden kann. Das Problem ist, das ist halt immer wieder nur eine Einbahnstraße. Man überweist dort sein Geld, bekommt aber definitiv nichts mehr zurück. Sobald man dort Geld überwiesen hat, spielt man euch irgendwas vor. Aber der Auszahlungsbutton, der wird dann aus ganz bestimmten und komischen Gründen jedes Mal nicht mehr funktionieren. Und so hält man euch dann gerne noch eine Weile hin, damit man vielleicht nochmal sogar ein bisschen Geld einzahlt. Und irgendwann ist die Firma einfach weg. Und dann kann man sie nicht mehr erreichen. Die Telefonnummern sind gespooft, also gefälscht, mit denen ihr angerufen werdet. Das heißt, ihr könnt diese Telefonnummer nicht zurückrufen, im schlimmsten Fall. Landet ihr bei irgendeiner Privatperson, die mit der ganzen Geschichte nichts zu tun hat und euch auch nicht angerufen hat, selbst wenn ihr die Wahlwiederholungstaste bloß drückt. Heißt das nicht, dass ihr bei der Person rauskommt, die euch angerufen hat? Denn die Ausgangstelefonnummer, die kann man mit einer guten Telefonanlage fälschen. Kann ich übrigens mit meiner Telefonanlage, die ich jetzt hier für den Kanal benutze, auch machen. Und es ist tatsächlich überhaupt nicht schwer. Es ist halt nur illegal, man darf's nicht. Dadurch, dass ich aber kein deutsches Telefonsystem benutze, sind es für mich tatsächlich nur 3 Klicks und das Eintragen einer Telefonnummer. Das heißt, rufe ich euch an,
kann ich da die 110 im Display erscheinen lassen. Und das ist so verdammt einfach. Es ist einfach tatsächlich nur eintippen, mehr nicht. Und das ist für die Betrüger schon erst recht nicht schwer, weil mit der Telefonanlage kennen sich zumindest die Chefs aus, wenn auch nicht immer unbedingt die Mitarbeiter, die da dran sitzen. Ja, bitte. Hallo. Ja. Schönen guten Tag, Emily Autumn, und vor allem spreche ich mit Lumel Tutschen. Sie sind unfassbar leise. Wie bitte? Sie sind ganz, ganz leise. Lumel Tutschen, spreche ich schon? Ja, Sie sprechen Herrn Lümmeltütchen, richtig. Schön, Sie zu erreichen. Ich rufe ihn aus dem Unternehmen Kraken. Es geht über das Thema Onlinehandel. Haben Sie Erfahrung damit? Ich finde die Frage jetzt ein bisschen stumpf, so für einen Gesprächseinstieg nach 42 Sekunden. Wie bitte? Ich sage, ich finde Ihre Frage irgendwie komisch. Worum geht's denn genau? Es geht über das Thema Onlinehandel. Ich habe Ihnen gesagt. Ja, habe ich aber nicht verstanden, weil es ja qualitativ vom Anruf her jetzt nicht so geil. Ach so? Ja. Schade. Okay, können Sie mich jetzt besser hören? Ja, es geht so, ja. Hm. Wissen Sie, was Onlinehandel ist? Onlinehandel ist hier so mit eBay gebrauchte Sachen verkaufen und so und dann dafür Geld bekommen. Ja, genau. Investitionen in der Börse und so weiter. Nee, das ist ja nicht, das ist nicht Onlinehandel. Ja, das ist Onlinehandel ist Onlinegeld. Ja, das stimmt. Das ist Investment und nee, Onlinehandel ist, wenn ich online mit Ware handel. Mit was? Mit Ware, also Dinge verkaufe. Das Ware? Nennt man dann Ware, ja, also Gegenstände verkaufen. Das ist dann Onlinehandel. Und das, was Sie meinen, ist Investition oder Investment. So, Onlinehandel ist Kaufen und Verkaufen, Investitionen der Börse mit Forex, Wertpapier, Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffe und so weiter. Richtig, genau. Haben Sie ja genauso auch erklärt, ja. Ja. Aber dann verwenden Sie das falsche Wort. Weil, wie gesagt, Onlinehandel ist ja sowas wie auf Amazon, ich kaufe was zum Beispiel. Ja. Okay, Sie wissen schon, über was wir sprachen. Und ich habe Ihnen angerufen aus dem Unternehmen Kraken. Bei mir ist hier, Sie haben ein bisschen nachgeforscht und Interesse gezeigt über Online-Trading, Online-Handel. Deswegen, ich habe Ihnen angerufen, ein paar Informationen zu geben von unserem Unternehmen, was wir anbieten und was wir machen. Danach am Ende, Sie können entscheiden, ob Ihnen das passt oder nicht. Tja, da haben wir mal wieder eine ganz besonders Schlaue am Telefon, die Onlinehandel und Investitionen nicht wirklich unterscheiden kann. Ich meine, gut, liegt vielleicht auch an der Sprachbarriere. Aber unterm Strich, tja, sie ruft nicht an, weil sie mir irgendwelche Informationen mitteilen möchte, sondern sie ruft ganz einfach an, weil sie meine Kohle haben möchte. Und na, vor allem, sie hat da gesehen, dass ich mich da mal irgendwann für interessiert habe. Das ist letztendlich noch keine Anruferlaubnis. Um in Deutschland bei euch irgendwelche Werbung am Telefon unterbreiten zu dürfen, benötigt man ein Double Opt-in. Das heißt, euer Telefon muss klingeln, wenn ihr eure Telefonnummer im Internet irgendwo eingegeben habt. Am Telefon wird dann eine PIN durchgegeben. Es kann per Sprachcomputer sein, es kann per SMS sein und diese PIN gebt ihr dann direkt in euren Bildschirm wieder ein und bestätigt, dass euch auch wirklich diese Telefonnummer gehört. Das hier ist nie bei irgendeiner Firma passiert, die hier anruft. Die rufen einfach so an und gehen dann davon aus, dass man da Interesse gezeigt hat. Aber vielleicht hat der Nachbar euch da eingetragen und ihr könnt überhaupt nichts dafür und schon klingelt euer Telefon die nächsten Jahre Sturm. So einfach ist es. Man muss nur eure Telefonnummer nehmen, die in so ein Formular dort eintragen und euer Telefon hört nie wieder auf zu klingeln. Jeden Tag jede Menge Anrufe. Es geht ganz einfach. Und das ist das Gruselige an der Geschichte. Aber ihr habt ja unbedingt Interesse gezeigt. Ob das nun stimmt oder nicht, interessiert die da am Telefon herzlich wenig. Weil es geht da nur um euer Geld. Ja, das kann ich aber so schon entscheiden. Wie bitte? Ich sage, das kann ich so schon entscheiden. Brauche ich nicht bis danach warten. Aber Sie kennen uns noch nicht. Ja, muss ich ja auch nicht, um das zu erkennen, dass das unseriös ist, was Sie mir jetzt hier anbieten wollen. Ich verstehe Ihnen nicht. Ja, vielleicht sollten Sie dann Sie? Einen Job machen, wo Sie die Leute besser verstehen. Oh. Weil, macht ja keinen Sinn, irgendwo anzurufen, wenn ich die Sprache auch gar nicht so mächtig was bin. Gefällt ich komme ja selber, nicht? Ich komme ja selber auch nicht auf die Idee, jetzt hier einen englischen YouTube-Kanal zu machen. Was weil, wenn ich die Sprache nicht so flüssig beherrsche, macht es ja keinen Aha. Sinn. Okay, ich bin nicht Deutscher. Ja, richtig. Und deswegen wundert mich das, dass Sie nach Deutschland telefonieren. Und? Ja, nix und. Etwas anderes? Ja, was denn anderes? Ja. Reicht doch so. Ist doch schon schlimm genug. Und?
Ja, nur was das? Und? Nur das? Ja, nur das reicht schon aus, um meine Meinung zu bilden. Ich denke, Sie sind eine unhöflich. Ja, okay, damit kann ich leben. Wenn Sie das unhöflich finden, ich finde, ich war noch ganz schön freundlich im Vergleich zu sonst. Ja, das machen die Betrüger auch ziemlich gerne. Den Kunden als unhöflich oder ja irgendwie beleidigend darzustellen, obwohl der Kunde das gar nicht getan hat. Denn sie fühlt sich hier natürlich sofort angegriffen, wegen dem Betrugsverdacht, der jetzt hier im Raum ist. Aber ich denke mal, ich meine, gut, sie antwortet ja aktuell jetzt hier noch sehr höflich. Mehr oder weniger zumindest, so wie ein Betrüger halt eben antwortet. Aber unterm Strich ist es halt einfach so. Es ist Betrug. Es ist sogar gewerbsmäßiger, bandenmäßiger Betrug. Und tja, das wollen die nicht hören am Telefon. Und schon ist man automatisch unfreundlich. Da könnt ihr im ganzen Gespräch noch so freundlich sein. Ja, da wird man direkt der Unfreundlichkeit bezichtigt. Auch interessant. Aber gut, interessiert uns ja letztendlich nicht. Wir wollen ja da auch nichts investieren. Nur ich verstehe da tatsächlich nicht, warum die Betrüger dann keinen guten Ruf hinterlassen wollen. Denn so könnte man ja technisch gesehen zumindest seine Weste reinwaschen. Ja, aber das interessiert die nicht, weil sie sofort den nächsten anrufen wollen, um dann dort Geld abzuleiern. Tja, und das machen sie so lange, bis sie wieder jemanden am Telefon haben, der auf die Masche reinfällt. Okay. Ja. Alles klar. Aber betrügen Sie heute nicht mehr so viele Leute, bitte, weil das ist nicht schön. Oh, Sie wissen gar nicht über uns. Na doch. So, Sie dürfen genug. Nicht doch. So zu sagen. Natürlich darf okay, man das so sagen. Okay, gehen Sie dann in Google-Seite und recherchieren dann über uns. Dann ja, wenn ich das mache, wird mir schlecht. Sehen. Ja, ja, da, wenn ich das bei Google eingebe und Kraken eingebe, ich glaube, der dann wird mir schon... Kraken.com gebe sie schon. Ja, komm, das machen wir jetzt mal, dann nehme ich machen mir mal die Sie. Zeit für Sie. So, dann machen gebe ich, Sie. Ich gebe ich jetzt Zeit. Mal Kraken.com. So, dann haben wir jetzt hier schon mal so eine Seite, wo als allererstes auffällt, dass sie genauso schlecht gemacht ist wie die anderen Betrugsseiten. Dann haben wir hier ganz unten nicht mal irgendwo ein Impressum mit dabei. Hallo. Contact. So. Und da steht dann auch gleich noch Entschuldigung. Geht nicht. No. Ist kaputt auch noch der. Also kann man nicht mal unter Contact jemanden erreichen. Also ihr habt kein Impressum. Man kann euch nicht kontaktieren. Ja, wir können schon das machen. Ja, genau. Ja, wir haben 24 einen Chat dort. Und Sie können den uns Chat. Anrufen. Okay. Ja. Ja, ja, aber das Problem ist, dass ja keine Telefonnummer auf der Webseite steht. Das Problem ist, wie der Kopf. So. Ach so, dann werden sie dann gleich ausfallen, weil sie dann... Ja, und dann hat sie einfach aufgelegt. So ist es dann. Tja, das Problem ist dann wohl in meinem Kopf. Tja, das Problem ist aber, finde ich zumindest, dass auf der Webseite erstens kein Impressum vorhanden ist, zweitens keine Kontaktmöglichkeiten, wie man sie irgendwie erreichen kann und drittens, wenn man auf AGBs oder sowas klicken will, eine Fehlerseite kommt, wo einfach nur Entschuldigung steht. Ja, das ist schon irgendwie witzig. Also die gesamte Webseite ist genauso aufgebaut wie jede andere Betrugswebseite. Nichts Sinnvolles darauf, außer dass man da richtig schön reich werden kann. Lauter Bling-Bling-Knöpfe und naja, direkt ein Login-Feld bzw. ein Feld zum Registrieren. Mehr gibt's da nicht, um sich das vorher anzuschauen. Alle anderen Seiten, die sie da auf ihrer eigenen Webseite verlinkt haben, führen eigentlich immer nur wieder zu derselben Seite, dass man sich anmelden soll. Es ist schon Wahnsinn, wie wenig Mühe sich die Betrüger geben. Aber es ist halt so. Die Betrugswebseiten basieren meistens auf einem Fertigsystem. Das benutzen alle Betrüger. Oder die meisten. Soweit ich weiß, sind auf jeden Fall zwei verschiedene Systeme im Umlauf, was die Betrüger, ja, alle immer gleichmäßig nutzen. Und dieses System dient eigentlich nur dazu, dass ihr euch anmelden sollt, Geld überweisen und dann am besten nie wieder melden und auch gar nicht erst probieren. Denn die einzige Kontaktmöglichkeit, die man hier hat, ist per E-Mail. Tja, und die E-Mail-Adresse von der Webseite ist auch nicht besonders seriös. Denn hier haben wir gleich direkt eine Proton-E-Mail-Adresse. Proton ist, Proton.at heißt das, glaube ich, ist ein Dienst aus der Schweiz, wo man komplett anonym eine E-Mail-Adresse hinterlegen kann. Und was hat eine Proton-E-Mail-Adresse, bitteschön, auf einer Bank-Webseite zu suchen? Tja, das muss mir mal einer erklären. Das können die Betrüger natürlich nicht, weil es ist und bleibt nichts anderes als Betrug und Blödsinn. Man will euch das Geld aus der Tasche ziehen. Mehr steckt da einfach nicht dahinter.
Von daher informiert sehr gerne alle in eurer Umgebung. Alle, die ihr kennt, eure Freunde, Familie, Verwandte, Bekannte, besonders die Omis und Opis, dass die nicht irgendwie mit den Tricks gelockt werden, dass man hier nochmal schnell eine Mark nebenbei machen kann. Tja, in der heutigen Zeit ist es ja doch ziemlich schwierig. Einfach nur Wahnsinn. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wer möchte, kann den Kanal gerne mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Den Link findet ihr direkt unterm Video, Mitglied werden oder direkt in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.